Diese Grabanlage wird gut verteidigt werden. Seid vorsichtig. Das werde ich, versprochen. Wo befindet sich denn der Eingang zur Grabstätte? Die Grabstätte liegt verborgen am Berghang. Es existiert ein Tunnel, der euch direkt zum Eingang führt. Ihr erreicht den Tunnel, wenn ihr Kragenmoor durch den westlichen Pass verlasst. Danke für den Hinweis. Ich werde den Sohn des Großmeisters finden und dafür sorgen, dass er heil entkommen kann. Warum muss ich leiden? Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Seid ihr der Sohn des Großmeisters, Namen 10? Keine Angst, ich bin gekommen, um euch zu befreien. Dank sei den Dreien. Passt auf, ich weiß genau, wie wir hier herauskommen. Als Kind habe ich oft in diesen Grüften gespielt. Folgt mir schnell zurück in die Stadt. Wir müssen mit Vater sprechen. Ihr habt hier gespielt? Na gut, also gehen wir zu eurem Vater. Ich bin direkt hinter euch. Ich schulde euch etwas. Ja, das tut ihr. Ihr habt es sicher geschafft, wie ich sehe. Vielen Dank nochmal für eure zeitige Hilfe. Oh, gern geschehen. Kein Problem, Sen. Gemeinsam haben wir mit der Befreiung von Kragenmoor begonnen. Gehen wir zu meinem Vater. Wir werden diese Indoril aus der Stadt treiben. Gut, einverstanden. Dann treffen wir uns in der Kammer des Großmeisters. Mein Sohn ist frei und meine Hände sind ungebunden. Jetzt wird die Vorhut den Preis für die Drohungen gegenüber des Hauses Drees zahlen. Na, in ihrer Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Aber schön, dass ich euch helfen konnte, Großmeister. Nehmt den Dank und die Anerkennung des Hauses Drees an. Da mein Sohn nun in Sicherheit ist, vertraue ich euch den zweiten Schlüssel zur gepeinigten Spitze an. Benutzt ihn. Halte Tanval Indoril auf. Das werde ich. Danke. Ihr habt meinen Sohn befreit. Dafür werde ich ewig in eurer Schuld stehen. Ach, ihn da rauszuholen war gar nicht so schwer. Gibt es sonst noch etwas, das ich für euch tun kann? Ja. Die Vorhut machte den Fehler, mein edles Haus auszunutzen. Ich will diesen Fehler ausmerzen. Also gut, ich bin dabei. Was habt ihr vor? Was soll ich für euch tun? Großmeister Indoril hat seiner erfahrensten Beraterin, Hauptmann Dunveril, glaube ich, das Kommando der Vorhut übertragen. Tötet sie! Es ist der Preis, wenn man sich mit den Drees anlegt. Ach, von der habe ich schon so einiges gehört. Glaubt mir, es ist mir eine große Freude, ihr die Ohren lang zu ziehen. Ich erledige das mit Freude. Ist es vollbracht? Wurde Hauptmann Dunveril bezwungen? Ja, das habe ich erledigt. Sie hatte nicht mal Zeit für ihre letzten Worte. Es ist gut. Ihr habt die Stärke meines großen Hauses bewiesen und meinen Sohn heil nach Hause gebracht. Es ist mir eine Ehre. Ich ernenne euch hiermit zur Hand der Drees und biete euch meine Unterstützung an, solltet ihr diese in Zukunft benötigen. Ihren Freunden gegenüber sind die Drees großzügig. Bring mir doch jemand einen Eimer!
Ihr habt die Dankbarkeit von Zendres, meine neue Freundin. Ich würde einen Kelch Wein mit euch heben, wenn die Zeit es zuließe, aber das tut sie nicht. Richtig, zum Trinken haben wir jetzt keine Zeit. Ich muss unbedingt zur gepeinigten Spitze aufbrechen. Vater hat euch also den Schlüssel gegeben, ausgezeichnet. Ich markiere es euch auf eurer Karte. Dort solltet ihr eine Höhle finden, die zu dem Weg auf den Hang führt. Ja, er hat mir diesen Schlüssel da gegeben, aber wie verwende ich den Schlüssel? Gibt es da eine Tür? Am Eingang sollte es zwei Schlüsselsteine geben, die auf jeweils ein Sternbild eingestimmt sind. Der Atronach und der Turm, wenn ich mich recht entsinne. Der Schlüssel sollte es euch erlauben, diese Steine und alle weiteren, auf die ihr unterwegs stoßt, zu vernichten. Mögen die drei eure Schritte lenken. Vielen Dank, Sen. Ich hege die Hoffnung, dass ich hier bald fertig bin. Willkommen zurück im Kampf, meine Freundin. Dieser Berg bebt seit Stunden und wir sitzen hier fest. Klingen in der Hand und keinem, den man damit niederstrecken könnte. Hallo Holgun, also ich bin bereit, euch dabei zu helfen, Tanval aufzuhalten. Fangen wir an. Habt ihr denn den Schlüssel vom Großmeister in Kragenmoor erhalten? Ja, den habe ich. Da ihr jetzt hier seid, werden wir den Kampf zum Berg bringen. Zu Tanval. Wisst ihr, wo Tanval sich jetzt aufhält? Er ist bereits drin. Nachdem er die Versiegelung aufheben konnte, schaffte es Schreite der Nasche, einige Truppen hineinzubringen. Die Versiegelung wurde unmittelbar danach wiederhergestellt. Verflucht sei dieser alte Dunkelelf! Ach, Holgun, mit Hilfe des Schlüssels kann ich die Versiegelung aufheben. Bei Shors Knochen, was würden wir ohne euch tun? Hebt die Versiegelung auf und ich führe die Jungs hinein. Geht voraus und findet Schreitet in Asche. Das werde ich. Ich werde sie finden. Ich wünsche euch viel Glück. Diese Versiegelungssteine sind das Einzige, was uns auffällt. Setzt sie außer Kraft, wenn ihr könnt. Holgun, wie geht es euch jetzt nach dem Drama? Es ging mir schon mal besser. Tanval und ich sind schon seit dem Krieg Schildbrüder. Aber vielleicht muss ich ihn töten, um ihn aufzuhalten. Kühne bewahre mich davor. Ich will gar nicht daran denken. Unsere Verbündeten sind durchgebrochen. Treibt den Angriff voran! Der Sturm wütet, aber ich bin dem Regen entkommen. Wie läuft der Kampf, meine Freundin? Na, es läuft gut bisher. Was habt ihr so erfahren können? Die alten Schutzzauber wurden wiederhergestellt. Wir schwimmen gegen eine zu starke Strömung an. Macht euch deswegen keine Sorgen. Ich weiß, wie man die Schutzzauber aufhebt, schreitet in Asche. Sud, ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen. Der erste Schutzzauber ist unter den Ruinen direkt vor uns. Aha, und wisst ihr denn auch, wo die anderen Schutzzauber sich befinden? Die anderen Schutzzauber sind in anderen Ruinen, entlang des Weges zur Spitze. Geht schnell und möget ihr den Wind im Rücken haben. Danke, ich werde jetzt gehen und das erledigen. Wir sehen uns später. Meine Freundin, ihr seid also gekommen, um mich aufzuhalten. Wie weg sei Dank, ihr seid hier. Tanval, ihr wurdet verwundet. Was ist passiert? Daedra, unten in der Caldera. Wir haben versucht, durch ihre Reihen zu stoßen. Wir sind gescheitert. Ich habe Glück, noch am Leben zu sein.
Tanwal, was ihr da vorhattet, das ist Wahnsinn. Ihr könnt doch Sadal nicht auf Steinfälle einfach so loslassen. Das weiß ich jetzt. Sadal hat die Daedra sofort beschworen, als wir hier ankamen. Selbst mit dem Artefakt kann ich ihn nicht kontrollieren. Habt ihr eine Ahnung, wie wir an Sadal herankommen können, um ihn zu stoppen? Ein letzter Schutzzauber ist noch übrig. Euer Schlüssel wird nicht funktionieren. Um den Schutzzauber aufzuheben, werdet ihr eine uralte Torwächterin töten müssen, die in der Caldera lauert. Beschwört sie an der Ritualschale unter uns. Und hört zu. Es tut mir leid, meine Freundin. Entschuldigt euch nicht bei mir. Holgun hat es tief getroffen. Also ich werde jetzt gehen und die Torwächterin töten. Nur der Torwächter steht uns noch im Weg. Bevor ich aber gehe, möchte ich euch noch fragen, warum habt ihr das getan, Tanwal? Ihr kennt die Antwort, meine Freundin. Der Tod meines Sohnes Garin. Ich konnte es einfach nicht ertragen. Vivek weiß, dass ich als junger Mann Mühe hatte, meine Wut zu zügeln. Und noch immer quält sie mich. Jeder, der Kinder hat, versteht euch. Aber ich dachte, ihr würdet es besser wissen. Nach dem, was mit Balrit geschah. Ihr hättet wissen müssen, dass es keine Lösung ist. Ja, ich hätte es wissen müssen. Die Zerstörung von Davons Wacht. Meine ehrlosen Befehle an die Vorhut. Meine Schande in der Feste Virak. All das werde ich nie wieder gut machen können. Es tut mir leid, meine Freundin. Schon gut, ich bin sicher, man wird euch vergeben. Der letzte Schutzzauber ist gefallen und der Weg ist frei. Zum Glück hat Schreitet in Asche etwas von meiner Kraft wiederhergestellt. Gut, dann lasst uns das jetzt beenden, Tanwal. Ja, bei Vivek. Sadal ist gefangen zwischen dieser Welt und dem Reich des Vergessens. Da der letzte Versiegelungszauber deaktiviert wurde, ist sein Gefängnis nun angreifbar. Jetzt können wir zuschlagen. Wir merzen die Fehler des Hauses Induril aus. Die Magier, die Sadal ursprünglich eingesperrt hatten, verweilen hier.